Guten Morgen hier aus Metoni. Und ja, da hinten konnte man Kalkidiki sehen. Das wäre eigentlich unser Ziel gewesen. Aber ihr seht's, es regnet. Ist nicht kalt, aber ziemlicher Wind. Und wir machen heute einen Fahrtag runter Richtung der Thermopylen. Da gehen wir nochmal heiß baden heute Mittag. Und dann wollen wir zusehen, dass wir irgendwie eine Fähre kriegen, die an den Norden der Insel Euböa führt. Und dann lassen wir uns ein paar Tage Zeit für Euböa. Erkunden die Insel, weil je weiter südlicher man hier in Griechenland kommt, umso besser wird wieder das Wetter. Weil hier oben im Norden, schaut es euch an, wobei wir hier tatsächlich noch Glück haben. Ich habe gestern das Regenradar gesehen, also drüben Richtung Igoumenitsa. Ein sintflutartiges Gewitter runtergekommen. Da hatten wir hier auf der Seite noch Glück. Aber naja, erinnert mich jetzt eher so ein bisschen an den schottischen Hafen irgendwo auf den Hebriden, als dass wir in Griechenland sind, von den Temperaturen mal absieht. Wo wir hier so gelangweilt im Auto rumsitzen. Sie macht Social Media. Ja. Und, schau einer machen. Ja. Ich wollte noch gerade was sagen zum Thema. Da ist noch wieder ein Wohnmobil. Ich glaube, das ist das zweite Wohnmobil, was wir hier unten gesehen haben. Das dritte, wenn man vom Hafen absieht. So, ich wollte was ganz anderes sagen. Thema Fahr- und Entsorgung. Frischwasser überhaupt kein Problem, wie immer. Toilette und Abwasser hier auf den Autobahnen findet ihr neben den Raststätten. Immer wieder alle paar Kilometer so kleine Parkplätze mit öffentlichen Toiletten. Und da ist es überhaupt kein Problem, mal eine Toilette zu entleeren. Zumal bei der Sug, so wie wir sie jetzt verwenden, ohne Chemie, nach 100 Kilometer Gerüttel bleibt ihnen nur noch braunes Wasser. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit. Also Brühe. Ja, also nur Brühe. Ich will es nicht zeigen, ich will es auch nicht filmen. Aber das ist überhaupt kein Problem, dass hier auf einer Autobahnraststätte oder auf so einem Parkplatz, auf so einem kleinen, mal gerade da in die Toilette zu kippen. Jetzt wieder bekannte, oder für uns zumindest bekannte Gefilde, nämlich die Engstelle der Thermopylen hier unten. Wir waren jetzt knapp 300 Kilometer Autobahn und knapp 40 Euro Maut. Jo, aber dafür muss man wirklich sagen, sind die Autobahnen wie geleckt. Also wirklich alle 5 Kilometer eine Toilette. Wahnsinn. Also, nee, da will ich nicht nölen, da ist jeder Euro gut angelegt. Und jetzt nehmen wir erstmal ein heißes Bad. Ja? Das ist laut. So mittags kann man mal
sich in die heißen Quellen legen und ein bisschen entspannen. Das ist heiß. Gut, heißt ja auch heiße Quellen, ne? Wow, leck mich am Arsch. Wow. Oh. 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 Ah. Na, Arme, das ist gar kein Ausdruck. Ja, wie immer sehr nett hier, nur so langsam schrumpeln einem dann doch die Finger. Ah. Ja, also ist schwer schätzen. 40 Grad, 30 Grad, 35 Grad. Ah ja, ich würde sagen, so auf jeden Fall über Körpertemperatur. Ja, boah. Aber nett. Ja, Stellplatz bezogen, da vorne kommt schon die, ja, wie nennt man das, das Begrüßungskomitee, wedelt schon seit 500 Metern mit dem Schwanz. Jo, und die Aussicht hier hinten raus, könnte schlimmer sein, ne? Also die 300 Kilometer haben sich mir auf jeden Fall gelohnt, auch wenn es jetzt gerade im Moment wieder anfängt zu tröpfeln. Da auf der anderen Seite, das ist schon Euböa. Und da hinten, geradeaus auf der anderen Seite, da soll es eigentlich eine Fährverbindung geben von der Landzunge da vorne rüber. Ich finde nur leider keinen Fahrplan im Internet. Also irgendwie ist das tot. Deswegen werden wir da morgen mal in den Hafen fahren, werden mal gucken, ob wir da eine Fähre rüberkriegen. Weil dann könnten wir schön Euböa von oben runter durchfahren. Mal gucken. Ja, unsere Bewachung liegt auch noch da. Die haben es gemütlich gemacht. Was wird das? Oh, das ist Käse. Alles Käse. Wir können Stunden hier sitzen und den Wellen zugucken. Aber ich habe noch ein spannendes Buch dabei. Und jetzt haben wir noch einen leckeren Imiklikus. Den haben wir gestern geschenkt bekommen. Aus Marina? Eigentlich aus Nausa. Nausa, ja, der ist aus Nausa, genau. Und den lassen wir uns jetzt mal schmecken. Oder? Ja, ne? Ja. Ist mal fleischlos. Ausnahmsweise. Tja, dann guten Appetit, ne? Hm? Hase? Ich bin noch nicht so weit, Moment. Du bist noch nicht so weit. Nein. Den hättest du jetzt schon mal einschenken. Schraubverschluss? Okay. Du hast zwar gestern noch ein Öffnergeschenk gekriegt, aber Schraubverschluss, okay. Aber... Der Öffner war bestimmt für den Weißwein. Heute müssen wir uns irgendwie durchschlagen durch dieses Wetter. Frühstücken jetzt erstmal auf der Autobahn. Ganz idyllisch. Naja, wir sind jetzt 120 Kilometer vor Athen, aber da wollen wir natürlich heute noch nicht hin. Ne? Da wollen wir nicht unbedingt jetzt am Wochenende aufschlagen. Können wir das vielleicht nächste Woche machen. Aber wir gucken mal. Ist noch früh. Wir haben jetzt, was haben wir denn hier unten? 10:30 griechische Zeit. Also, vielleicht wird es noch. So, mit frisch geleerter Toilette geht es jetzt weiter. Und mit vollgeschlagenen Brüsten.
euch. Ja. Die Toilette an der Raststätte habe ich jetzt sauberer hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Einkäufe erledigt und vollgetankt. Einmal Park 4 Night bedient und jetzt den Spot für die nächste Nacht uns mal rausgesucht. Rechts, mein Häschen. Frei. Waren die letzten Worte des Beifahrers. Bautz. Ja, wir werden jetzt einmal Euböa quasi über den Berg überfahren und wollen dann drüben auf der anderen Seite direkt an der Ägäis dann irgendwie übernachten. Wir haben übrigens seit ein paar Tagen jetzt ein neues Navigationssystem, was wir hier unten nutzen, wo wir auch unsere Fahrzeugabmessungen eingeben können. Das nennt sich Co-Pilot. Also jeder hat so seinen Co-Piloten. Ne? Wir haben den jetzt in der Software. Falls euch da mal ein Video zu interessiert, welche Erfahrungen wir mit der Software gemacht haben, wie das Ganze funktioniert, was es kostet, dann schreibt es mir unter die Kommentare. Mache ich da noch ein extra Video zu. Bisher einwandfrei. Das mache ich in Athen nicht mit 3 oder 6 Spuren. Das ist nur ein winziger Vorgeschmack auf das, was uns in Athen erwartet. Ich würde ja ein Video drehen über Fahren in Griechenland, aber das bringt es nicht. Also, nein, weil das ändert sich offensichtlich. Hier so musst günstig. Du kerngesund sein. 10 Augen. Mindestens. Und hoffen, dass irgendeiner auf eine Bremse tritt. Ne? Hier keiner sein Recht da mit der Keule durchsetzt. Und dann funktioniert es, wenn jeder ein bisschen aufpasst, aber... Bei mir, da ist einer dabei. Dann rumst's. Der das anders sieht. Aquädukt. Jo, wir haben es geschafft. Jetzt sind wir wieder normal. Und jetzt gucken wir mal, dass wir irgendwie auf euch rüberkommen. Das kann bei gutem Wetter nicht viel beeindruckender aussehen. Vielleicht, dass man das Meer irgendwo hinten noch sieht. Ne? Aber wow!
Ah, Ostküste Euböa erreicht. Oh. Und es könnte uns mal wieder schlechter treffen. Ja, hier ist natürlich jetzt alles mehr oder weniger schon geschlossen. Die ganzen Tavernen da im Hintergrund. Aber zum Parken für die Nacht könnte uns, hatte ich eben schon gesagt. Also wir stehen hier auf Euböa an diesem traumhaften Strand. Es hat ordentlich Wellengang, aber es ist super einsam hier. Also was heißt einsam hier? Es gibt zwar Hotels und Häuser, aber ich glaube, hier ist außer uns keiner mehr. Ja, ich glaube, wir haben etwa 17 Grad. Ich glaube, wir haben noch nicht mal 20 Grad. Aber das Wasser ist super warm. Und hin und wieder kriegen wir auch mal das Söhnchen zu sehen.